Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin jetzt hier schon bei meiner Frauenarztpraxis. Ich bin nicht geschminkt, ich bin einfach nur irgendwie gerade angezogen. Hab Aurel in den Kindergarten gebracht, also in die Kita, und meine Mom hat Aaron und Gabriel in den Kindergarten gebracht, sonst hätte es einfach zeitlich nicht gepasst, weil ich schon um 8.30 Uhr bei der Frauenarztpraxis sein muss, denn heute wird ein Glukosetest bei mir gemacht. Bei mir wird geguckt, ob ich Schwangerschaftsdiabetes habe. Wird ja immer in den Schwangerschaften geguckt und heute ist es soweit. Ich bin jetzt in der 29. Schwangerschaftswoche. Es ist einfach echt krass. Ich bin schon fast in der 30. Schwangerschaftswoche. Herzlich willkommen zu diesem Vlog erstmal. Ja, so sieht's aus. Gestern haben wir noch den Geburtstag von Aaron und Gabriel gefeiert und von Aurel. Und heute bin ich jetzt hier schon bei der Frauenarztpraxis, um nach Baby Nummer 4 zu gucken. Aber ich merke gerade, hier ist ein Knopf auf. Muss ich gleich mal zumachen, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Ich bin echt heftig erkältet. Ich glaube immer noch, dass ich Bronchitis habe. Ich werde das jetzt gleich bei der Frauenarztpraxis klären. Übers Wochenende hat sich das halt echt verschlimmert. Ich habe nicht so viel auf mich geachtet, weil ich eben halt viel vorbereitet habe wegen dem Geburtstag von Aaron und Gabriel und Aurel. Ja, und dementsprechend geht es mir echt schlecht. Ja, ich hoffe, die können mir vielleicht einfach irgendwie was geben zum Inhalieren oder so, dass es ein bisschen besser wird. Versuche ich mich zu Hause auszuruhen. Ich bin so platt. Ich bin so fertig. Ich glaube, das sieht man mir auch richtig an. Ich versuche einfach nur noch den Termin jetzt heute wahrzunehmen, erzähle ich später weiter. Wir gucken erstmal, wie das jetzt mit dem Glukosetest ausfällt. So Leute, ich bin jetzt gerade wieder vom Frauenarzt draußen. Zuckertest wurde gemacht. Ich saß da wirklich eine Stunde und habe auf das Ergebnis gewartet. Die haben mir Blut abgenommen und haben die auch direkt getestet. Ich wusste gar nicht, dass man das direkt machen kann. Auf jeden Fall haben die gesagt, dass die Werte alle sehr gut sind. Und ich mir keine Sorgen machen brauchen muss. So, auf jeden Fall bin ich richtig fertig gerade. Ich esse jetzt hier gerade, habe hier mir was vom Bäcker geholt, habe mir Orangensaft geholt und habe eben das halt auch angesprochen wegen dem Husten und alles. Naja, die Sonne hat jetzt bei mir nicht irgendwie nach der Lunge geguckt. Habe ich mir schon fast gedacht, ich soll dann einfach zum Hausarzt gehen. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir jetzt hier dieses Mucosolvan für Kinder geholt von der Apotheke. Die haben gesagt, das darf ich nehmen, das löst ein bisschen den Schleim. Und dann versuche ich das erstmal mit Tee, mit dem Saft und gucke dann einfach, wie es mir dann geht. Wenn es mir wirklich schlechter geht die Tage, dann muss ich halt nochmal zum Hausarzt. Eigentlich würde ich jetzt gerne nach Hause fahren, einfach schlafen. Aber ich habe jetzt einen Termin ausgemacht mit einer aus Facebook. Ich will nämlich einen Kinderwagen holen. So ein Geschwisterwagen, wo man das neugeborene Baby reinmachen kann und eben halt auch, wo man Aurel noch reinsetzen kann. Aaron und Gabriel jetzt nicht, die laufen sehr gut. Schon bei Aurel beim Kinderwagen laufen die immerhin also nebenher. Aber eben Aurel, da brauche ich auf jeden Fall noch einen Kinderwagen. Und die will den verkaufen für 100 Euro. Also ist einfach ein Gebrauchter und ich gucke ihn mir erstmal an und dann entscheide ich. Und dann hoffe ich, dass er überhaupt hier reinpasst. Der Kofferraum ist noch voll von gestern, von den ganzen Geschenken und alles. Ich habe das gar nicht ausgepackt. Ich habe das heute Morgen voll verpeilt, wo ich die Kinder gepackt habe und mich. Ich hoffe, ich kriege den rein. Ich hoffe, das ist ein guter Kinderwagen. Ich muss jetzt erstmal hinfahren, eine halbe Stunde. Und dann gucken wir weiter. So Leute, ich bin jetzt endlich zu Hause angekommen. Oh mein Gott, ich bin so fertig. Ich bin, glaube ich, 40 Minuten hingefahren, so 35 und 35 zurück. Ihr könnt hier ganz kurz einen Ausschnitt sehen. Also ich habe jetzt den Kinderwagen und der hat hier gerade so reingepasst. Hier ist alles voll mit Kinderwagen, wirklich. Ich war auch nicht so schlau und habe eben halt den Kofferraum nicht ausgeräumt. Ey, aber wir haben den irgendwie reingequetscht bekommen. Die haben mir dann noch geholfen, den Kinderwagen reinzumachen. Der war für 100 drinne. Wir haben uns auf 80 geeinigt. Hatte aber 100 so dabei und sie konnte nicht wechseln. Vielleicht wollte sie auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, sie hatte nur so einen 10er dabei. Na, dann haben wir eben halt uns auf 90 geeinigt. Es ist eigentlich ein Zwillingswagen, komischerweise. Aber da ist eben halt zweimal Aufsatz wie so beim Buggy und eben halt auch zweimal wie halt für Neugeborene. Ja, ist halt so. Habe ich ein bisschen mehr halt, als ich dachte. Da ist wirklich viel, viel dabei. Das ist echt ein guter Wagen, muss ich sagen. Ich hoffe, der wird mir jetzt auch halten und viel Freude bereiten die nächsten Monate. Ich bin jetzt glücklich, dass ich den habe. Jetzt stelle ich den direkt in den Keller rein und muss den nochmal wirklich sauber machen. Ja, aber das mache ich alles nett heute. Ich stelle den nur rein, ich gehe nach Hause, ich esse Suppe, ich habe ja Suppe gekocht. Dann lege ich mich nur noch auf die Couch und ruhe mich aus, bis die Kinder kommen oder schlafe. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe jetzt Aaron und Gabriel Aurel abgeholt. Ich konnte nicht so viel schlafen. Ich bin auch echt noch müde. Was denn? Komm, willst du deinen Tanz?
Aurel hat hier seinen Lieblingsdino, der tanzt hier die ganze Zeit, macht hier Disco. Hier sind noch mehr Geschenke. Hier, das hat die gar nicht auf mit den Geschenken. Komm, wir machen auf. Die haben wir gestern nicht aufgemacht, weil es schon so spät war. Da sind hier noch mehr Geschenke. Die können wir heute noch aufmachen. Aaron und Gabri haben vom Kindergarten so eine Krone bekommen. Gabri hat auch so eine Krone, wo eine 4 drauf ist. Richtig cool, ey. Haben die heute im Kindergarten nochmal gefeiert. Aua, Aurel, die ist so feste. Hier noch ein Riegel, Aurel, hast du. So, was haben wir denn hier? Das sind Drachen. Oh, was für schöne Drachen. Wow. Und noch mehr Snacks. Flummi habt ihr vom Kindergarten geschenkt bekommen. Ein Komet, Flummi. Cool. Und du auch. Schön. Aurel, so Flugzeuge hat hier Aurel bekommen. Und hier zum Baden auch hier diese Badfarbe. Ich mache hier jetzt gerade die ganzen Dinos auf, die hier drin sind, bis man die auf hat. Das dauert einfach. Die Kinder gucken jetzt kurz ein bisschen Fernsehen, ruhen sich ein bisschen aus und dann kommt noch gleich eine Freundin zu mir mit den Kindern und dann feiern wir noch mal ein bisschen Geburtstag. Also wirklich, wir feiern schon seit fast 2 Wochen hier Geburtstag rund um die Uhr. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Aurel hatte letzte Woche Donnerstag Geburtstag, er wurde 2 und Aaron und Gabri wurden gestern am Sonntag, wurden die 4 Jahre alt. Genau, so zeigen die jetzt. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Hi Leute, es ist der nächste Tag. Ich habe gerade geduscht, ich habe Essen gemacht, das konntet ihr gerade sehen. Es sind ein paar Tage vergangen, tut mir leid dafür, aber mir ging es die letzten Tage nicht so gut wegen der Erkältung. Aber jetzt geht es einigermaßen. Jetzt habe ich hier den Gnocchi-Auflauf, habe ich ja gemacht. Habe ich jetzt hier, den muss ich jetzt ganz, ganz schnell essen. Und dann muss ich auch schon los. Eigentlich müsste ich jetzt schon los und Aurel abholen, weil wir jetzt gleich zu Uniklinikum fahren. Und dort wird er untersucht. Es ist jetzt nichts Ernstes, nichts Schlimmes. Aber das ist schon eine Untersuchung, die schon ein bisschen länger anstand. Und ja, und deswegen habe ich auch jetzt schon Sachen gepackt und. Ich esse jetzt ganz schnell und dann fahre ich auch schon mit Aurel los. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist. Es ist ein bisschen privater, aber es ist nichts Ernstes. Es soll einfach nur mal drauf geguckt werden. Und ja, dann wird weiter geschaut, was eben die beim Uniklinikum sagen. Ja, deswegen sage ich herzlich willkommen weiterhin beim Vlog. Es ist jetzt gleich 11:45. Jetzt esse ich schnell und dann geht's los. So Leute, jetzt habe ich mich ein bisschen umsonst gehetzt. Aurel schläft da im Hintergrund. Er hat ja noch gar keinen Mittagsschlaf gemacht. Er hat ja nur Mittag gegessen dort in der Kita und dann habe ich ihn auch schon direkt abgeholt. Hat aber sehr gut gepasst. Ich bin wohl eine Stunde zu früh. Ich habe mich um eine Stunde vertan. Aber besser so als andersrum, weil ich dachte, eigentlich ist es andersrum. Dass ich jetzt schon viel zu spät bin, habe mich voll abgehetzt mit Tanken, mit Essen, mit allem. Hab nicht mal fertig gegessen, egal. Naja, jetzt packe ich Aurel in den Kinderwagen und dann gehen wir langsam mal dorthin. Wenn es noch ein bisschen dauert, dann machen wir das so, dass ich einfach mit ihm nochmal zum Bäcker gehe. Dann denke ich vielleicht nochmal. Leute, wir sind jetzt fertig in der Uniklinik. Der Arzt hat wirklich ihn nur 5 Minuten angeguckt, dafür haben wir eine Stunde gewartet, aber ist nicht so schlimm. Aurel hat da sehr schön gespielt. Wir haben uns dann nochmal da Chips geholt von einem Automaten. Und jetzt sind wir hier bei Meckes, weil wir noch Zeit haben, eine halbe Stunde, bis wir Aaron und Gabri abholen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, trinke ich einfach hier einen Kaffee, hole vielleicht für Aurel ein bisschen Pommes. Dann kann er nochmal draußen ein bisschen spielen und dann holen wir schon die Großen ab. Achso, und beim Uniklinikum, da wurde gesagt, da ist alles gut, da ist nichts auffällig und da brauche ich mir keine Sorgen machen, keine Panik. Alles ganz normal und falls was ist, soll ich vorbeikommen oder wenn irgendwie sonst nichts ist, dann einfach ganz normal beim Kinderarzt. Also alles gut und das ist eine sehr erfreuliche Nachricht und das ist das, was zählt. Jetzt
wieder zu Hause. Ihr habt ja ein paar Ausschnitte gesehen. Bei uns in der Stadt ist gerade Kirmes, deswegen waren da auch so Militärflugzeuge und so, die man sich angucken konnte. Die Kirmes an sich, die war noch nicht offen, aber eben halt, um sich diese Flugzeuge anzugucken. Aber dann hat es angefangen zu regnen, dann mussten wir auch wieder nach Hause gehen. Die Kinder waren nur ganz kurz auf dem Spielplatz. So, jetzt sind wir wieder zu Hause und ich habe mir ja was bestellt. Kleinigkeit für die Kinder, unsere Badematte, wo ja, die Kinder immer baden, die ist schon nicht mehr so schön und die haben wir auch schon ein Jahr lang oder so. Die fängt auch richtig an, also die fängt langsam an, so nicht mehr schön auszusehen. Deswegen habe ich jetzt eine neue bestellt hier, extra für die Kinder, so eine schöne. Davor hatten wir einfach eine komplett normale weiße und ich glaube, den Kindern wird das auch gefallen. Ich habe auch gedacht, ich bade jetzt heute einfach die Kinder bei diesem Herbstwetter. Weiß nicht. Ich glaube, das wird denen gut tun. Und ich kann dann ein bisschen entspannen. Irgendwie merke ich, dass ich gerade richtig, richtig müde werde. Ich habe irgendwie seit Tagen auch schon hier die ganze Zeit so Seitenstechen. Hier so. Ich weiß nicht, was das ist. Das beunruhigt mich ein bisschen, aber es tut auch nicht so stark weh. Wo ich mir denke, dass ich jetzt direkt zum Arzt muss. Vor allem, weil ich erst vor ein paar Tagen auch erst beim Frauenarzt war und der hat zwar keinen Ultraschall gemacht, aber weiß nicht. So sieht mein Bauch momentan aus. Der wächst und gedeiht, dieser Bauch. Auf jeden Fall gucken wir mal diese Badematte mal an. Die habe ich einfach von Amazon bestellt. Ich habe erst Angst gehabt, dass die ein bisschen zu klein ist. Aber ich glaube, das ist eine ganz normale Badematte. Sieht richtig süß aus. Ich habe das den Kindern gar nicht gezeigt. Ich glaube, ich zeige das denen jetzt erstmal. Aaron, Gabriel, guck mal. Habt ihr schon gesehen? Guck mal, zum Baden. Lang ist die, genau. Die ist für die Badewanne. Doch? Okay. Wollen wir die in die Badewanne reinmachen? Und wollt ihr baden? Große. Was? Wollt ihr in die Badewanne? Ja. Mit der neuen Badematte? Willst du halt? Ein großer Wal. Ein großer Wal ist da. Hi Leute, so ich sitze jetzt hier wieder am Schneiden und mir ist aufgefallen, ich habe mich gar nicht verabschiedet. Ich weiß gar nicht wieso. Es tut mir aber leid an dieser Stelle, deswegen mache ich das jetzt einfach jetzt. Den Kindern hat das sehr gut gefallen mit der Badematte. Ich verlinke euch einfach den Link unten in der Infobox, habe ich ja selber gekauft. Und dann sage ich einfach an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, könnt ihr wie immer gerne was in die Kommentare schreiben. Ich schreibe sehr, sehr gerne mit euch. Und dann sage ich einfach danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Thank you.